Shavua Tov, eine gute neue Woche. Der Schabbat ist gerade vorbei und ich möchte euch noch ein bisschen updaten zum Thema Israel. Ich habe einige Kommentare erhalten, habe ich gerade gesehen, auf die vorherigen Videos, und die Kommentare habe ich jetzt noch nicht durchgelassen. Ich bin noch nicht dazu gekommen und die muss ich auch noch beantworten, mehr oder weniger, was es zu beantworten gibt. Ein Kommentar, ich glaube, das war Marc. Der hat geschrieben, dass, und damit mit dem Video will ich jetzt eigentlich seinen Kommentar beantworten. Er hat geschrieben, dass Israel, und das habe ich auch im Video, das israelische Dilemma besprochen, so ein bisschen, dass Israel so das Problem hat, in dieser ganzen Medienpropagandaschlacht irgendwie nicht zu gewinnen, aber sich da gut zu behaupten. Dem ist nicht der Fall. Heutzutage, wenn man heutzutage Krieg hat, dann ist das nicht nur, dass gekämpft wird, sondern das ganze Militär hat sich ja auch in den letzten Jahrzehnten oder vor allem im letzten Jahrzehnt total verändert. Es wird jetzt nicht mehr so Zweikampf oder so, sondern heutzutage ist alles Hightech. Da kommen Drohnen, da kommen, ich weiß nicht was, irgendwelche Systeme. Ich kenne mich da jetzt überhaupt nicht aus. Aber das ist, da ist sehr, sehr viel Hightech mit verbunden, auch in den Panzern und natürlich in den Jagdflugzeugen und überall. Überall ist Hightech. Das zum einen. Und wenn da jemand irgendwann mal Soldat war, sage ich, egal wo Soldat, aber wenn der schon 20 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre schon raus ist aus der Materie und da immer noch Zweikampf gemacht hat und weiß ich nicht was, was man da früher gemacht hat, dann ist das heute absolut nicht mehr up to date, sondern heute ist Technologie sehr, sehr wichtig. Auch bei Raketensteuerung, Raketenabwehrsystemen, obwohl die Hamas jetzt nicht unbedingt eine Hightech-Raketensteuerung hat, das haben sie nicht, die schieben das da so, die Qassam-Raketen oder was sie da haben, so in so eine Röhre und dann wird es abgeschossen. Also da ist jetzt nicht so unbedingt Hightech mit verbunden bei denen. Aber das ist das eine, dass sich ja die ganze Technologie ist natürlich auch im Militär und da ist heute ein ganz anderes Vorgehen als noch vor 20 Jahren, sage ich jetzt mal, vor 30 Jahren, 15 Jahren sogar. Das muss man natürlich in Erwägung ziehen, wenn man da heute Leute hat im Internet, ne, die darüber berichten und die schon 15, 20 Jahre gar nicht mehr so bei der Sache sind, die mal irgendwann vielleicht irgendwo in der Armee waren, auch hier oder so, aber damit dann später irgendwie nicht mehr so was zu tun hatten. Das muss man immer so im Hinterkopf behalten. Natürlich wird hier jetzt in Gaza auch von Haus zu Haus gekämpft, ne, die alte Methode. Aber ich denke mir, da sind auch irgendwelche Infrarotkameras oder Kameras vielleicht involviert, dass man da vielleicht sieht, wo wer ist oder so. Weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen. Natürlich wird das auch noch gemacht. Aber ansonsten, weiß ich nicht, Präzision und so ist heute alles. Und dann bei der Kriegsführung heute natürlich, ist natürlich auch wichtig, also nicht nur heute, also es geht schon eine ganze Zeit, ist natürlich auch wichtig, die Medienschlacht, Propagandaschlacht, wie man das auch immer so nennen will. Man muss sich natürlich irgendwie nach außen präsentieren oder kommunizieren und sagen, warum das so ist, wie das ist und wie man das so darstellt. Da ist ja heute Instagram, ne, ganzen Social Media, TikTok, Facebook, die Hamas zum Beispiel, als die am 7. Oktober die ganzen Massaker da angerichtet hat, die haben das live auf Facebook übertragen. Und Facebook hat das mitgemacht. Und auf YouTube haben sie auch hinterher noch viele Sachen gestellt, tun sie jetzt auch noch. Und YouTube sperrt da nichts oder so. Naja gut, die Hamas-Terroristen, die haben halt ein verdecktes Gesicht, ne, das hat man so rausradiert. Und einige der Toten auch. Aber man sieht zum Beispiel in einem Hamas-Video noch, wie ein umgebrachter Israeli da auf der Straße liegt und brennt. Also man sieht den Körper so und die Umrisse noch, ne, und dass der brennt. Wer das ist oder wie der brennt, sieht man nicht, Gott sei Dank. Aber man sieht, dass der in Flammen steht, die Leiche.
Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, das rüberzubringen. Und jedes Mal, egal wann, hat Israel immer irgendwie das Nachsehen, weil es irgendwie nicht funktioniert. Da kann man jetzt sagen, gut, da ist die Militärzensur, die natürlich auch eine Rolle spielt. Dann braucht es immer, bei gewissen Sachen braucht es immer eine gewisse Zeit, bis das freigegeben wird. Das bedeutet nicht, dass es unter den Teppich gekehrt wird, sondern es braucht eine gewisse Zeit, bis es freigegeben wird. Und dann spielen natürlich auch die Sprachen eine ganz entscheidende Rolle. Und da ist die Hamas zum Beispiel, oder überhaupt, ja, Hamas, Hezbollah, und die sind natürlich viel besser, weiß nicht, bestückt damit. Und die Hamas hat jetzt natürlich auch Al Jazeera auf der Seite. Und Al Jazeera verbreitet natürlich auch alles auf Englisch, nicht nur auf Arabisch. Und die sind immer sofort dabei. Ist ja jetzt egal, ob es Fake News sind oder nicht. Aber man ist immer sofort dabei. Jetzt habe ich natürlich auch vor ein paar Tagen schon wieder gesehen, irgendwie haben sie da in Gaza irgendwo von der israelischen Luftwaffe zerstörtes Haus gezeigt. Und da war natürlich wieder der obligatorische Teddybär, der lag da mitten in den Trümmern. Teddybär weiß-grau, komplett neu, alles andere war total verrußt und staubig und zerstört und alles. Und dann schwupps, der nagelneue weiß-graue Teddybär mittendrin. Das ist dann immer so obligatorisch, was dann immer so in dieser ganzen Propagandaschlacht verwendet wird. Natürlich erweckt das dann im Westen, also in Europa zum Beispiel oder in den USA, den Eindruck, oh meine Güte, da hat ein Kind mit einem Teddy gespielt und jetzt lebt das Kind nicht mehr, ist in die Luft geflogen und es ist da nur noch der Teddybär oder so. Die Hamas weiß da schon, das auszunutzen, vor allem, ich würde mal sagen, die Naivität oder den guten Glauben der Europäer oder der Amerikaner oder sowas, die wissen das genau, wie das funktioniert und wie sie das drehen müssen, damit die Welt dann geschockt ist und alles Mögliche und sofort, weiß ich nicht, loslegt gegen Israel. Da ist man wesentlich besser drauf als in Israel selber. Hier beim Militär ist es so wie ich das sehe, da sind so, ich sage es mal so, Generäle oder was weiß ich, so führende Militärs halt. Und einige sind älter, andere mittleren Alters. Und ich sage nicht, dass die keine Ahnung vom Militär haben, das sage ich nicht. Aber sie haben keine Ahnung vom Internet, von Social Media und wie irgendwas gemacht wird, heutzutage auch in der Welt. Sie wissen sich nicht zu präsentieren. Sie haben jetzt zwar das Wissen und so, aber die sind immer noch auf diesem altmodischen Trip. Und die wissen nicht, wie wichtig heute das Internet ist, sich da auf Social Media auch zu präsentieren und das alles sehr gut darzustellen. Und wenn man das weiß, okay, aber dann weiß man das nur auf Hebräisch. Weil viele führende Militärs, die können kein Englisch, können keine andere Sprache, die können nur Hebräisch. Das sieht man jetzt auch bei dem Oberbefehlshaber. Ich weiß gar nicht, ob der Oberbefehlshaber Englisch spricht, weiß ich nicht. Also wenn ich so irgendwie welche Videos so sehe, die so international von ihm unterwegs sind, das ist immer mit englischen Untertiteln. Weiß ich jetzt nicht. Wer natürlich hier sehr beliebt ist, ist der Armeesprecher. Da darf man jetzt wieder in Deutschland nicht was verwechseln. Das ist der Armeesprecher Daniel Hagari. Der hat jetzt keine... macht jetzt keine Entscheidungen oder so, keine militärischen, sondern er sagt der Öffentlichkeit, was Sache ist, was gemacht wird, was da passiert und so. Und da sagt er natürlich auf Hebräisch sehr, sehr viel, allabendlich, immer live im Fernsehen. Da sagt er sehr viel und dann sind da Journalisten, israelische Journalisten, die dann Fragen stellen können. Und das Ganze läuft auf Hebräisch ab. Und irgendwann sagt er dann auch, und jetzt sage ich was auf Englisch. Und okay, und dann sagt er was auf Englisch, aber das sind immer nur ein paar Sätze. Also das ist sehr, sehr kurz gefasst, sehr, sehr kurz zusammengefasst. Aber das hat jetzt nicht die ganze, das enthält nicht die Informationen, die er auf Hebräisch gegeben hat. Also das ist ein ganz großes Manko hier in Israel, dass immer auf Hebräisch kommuniziert wird. Und jetzt nicht so in anderen Sprachen.
Und beim Militär spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Da wären zwar Leute, die gut Englisch können, aber weiß ich nicht, irgendwie kommt das immer, kommen immer nur die Leute zum Zug, die kein oder nicht so gut Englisch können. Der Beste, der hier Englisch kann, ist Netanyahu, weil er jahrelang in den USA gelebt hat zum Beispiel. Andere Politiker mehr oder weniger, aber das ist auch jetzt nicht so, dass die sich so ausdrücken können, so richtig. Da habe ich schon von einigen Bekannten hier gehört, Amerikanern, die verstehen dann teilweise auch nicht, was die da sagen wollen oder so und sagen, ja, ich habe jetzt nicht verstanden, was der mir jetzt sagen will oder was der da erklärt. Und das ist dann immer so dahingestolpertes Englisch, sag ich mal. Und das ist nicht immer, also man müsste da professionelle Leute haben, die englische Muttersprache haben und die das richtig rüberbringen. Natürlich kann man jetzt nicht erwarten, dass da jemand auch noch auf Deutsch, ich glaube, sie haben jemanden, der das auf Russisch macht, ich weiß es nicht. Aber man kann jetzt nicht in jeder Sprache was erwarten. Aber zumindest auf Englisch, dass da viel mehr laufen würde und viel mehr so nicht so vom Staat gelenkt ist oder so, sondern Leute, die dabei sind. Ich meine, die da so, die aus der Bevölkerung. Ne, auch die da von ihren eigenen Erlebnissen erzählen. Nicht so, oh, Panzer A fährt nach Ziel B oder so. Nicht so. Sondern Leute, die, wie soll ich sagen, die das aus ihrer eigenen Erfahrung schildern. Und daran fehlt es. Man hat sehr, sehr viele Leute, die das machen. In YouTube-Shorts, in Facebook-Reels hat man total viele Sachen. Das sind total viele ganz normale Israelis, die darüber reden, was sie erlebt haben, wenn sie auch da am 7. Oktober dabei waren, wie sie entkommen sind, was sie da alles gesehen haben, alles oder wie hier die Bevölkerung reagiert, alles Mögliche gibt es hier. Aber diese ganzen Sachen sind auf Hebräisch. Da ist eigentlich gar nichts Englisches dabei. Und das ist das große Manko. Ich höre gerne solchen Leuten zu, weil es mich interessiert, weil die waren dabei und solche Sachen. Ne? Und die schütten da sozusagen ihr Herz aus, was da war. Und die brauchen irgendjemanden zum Reden. Und da machen sie das auf Social Media. Jetzt kann man sich darüber aufregen, dass da nicht mehr auf Englisch läuft. Oder auf Deutsch ja sowieso nicht. Ne? Dass da eigentlich überhaupt nichts läuft. Aber hier ist es so. Es ist nicht so, diese ganze Internetzeugs, ne, sag ich jetzt mal, Social Media und alles im großen Stil, das ist hier einfach noch nicht so bei der Armee angekommen, habe ich das Gefühl. Da sitzen immer noch, da ist auch so konservativ, ne? Und so kannst du das heute nicht mehr machen. Weil schwuppsdiwupps hast du die Welt gegen Israel, weil die Hamas da wieder irgendwelche Teddybären rummacht, gleich ein Foto macht und das, weiß nicht, überall hinstellt. Und Israel versucht dann erstmal, haben wir das Haus wirklich bombardiert? Dann wird es mal nachgeforscht, dann muss es erstmal durch die Zensur gehen und dann, nein, wir haben es nicht bombardiert. Und da waren auch keine Bewohner drin. Und der Teddybär sieht neu aus oder was weiß ich. Das kommt dann alles so trocken rüber. Jetzt hat man ja, glaube ich, jemanden in Deutschland, der da so ein bisschen Hasbara, also die ganze Aufklärung betreibt auf Deutsch. Aber das ist alles wieder so, wie soll ich sagen, ich würde mir das nicht anhören, weil mir das wieder zu staatlich ist. Nicht, dass da Propaganda betrieben wird, das meine ich nicht. Das ist ja alles richtig, was die sagen und so, das sind ja Fakten. Aber ich würde gerne etwas hören von Leuten, die dabei waren oder wie das hier so abläuft. Wie fühlt sich hier die Bevölkerung? Wie fühlt sich hier Otto Normalverbraucher? Egal jetzt wo, ob in Tel Aviv oder in Sderot oder hier in Jerusalem oder was weiß ich wo. Wie gehen die Leute, egal jetzt wo im Land, mit dieser Situation um? Und wie verläuft das jetzt hier mit den Palästinensern? Weil wir haben ja jetzt hier überall im Land auch noch Palästinenser wohnen. Wie machen die? Und wie sieht dieses ganze Zusammenleben aus? Weil die Leute, also jetzt Juden und Palästinenser arbeiten ja auch zusammen. An der Supermarktkasse
oder was weiß ich, wo, oder im Krankenhaus oder auf der Bank oder was weiß ich wo. Man arbeitet ja zusammen. Man hat ja, man ist ja Arbeitskollege. Wie funktioniert das alles? Wie, was geht da ab? Was denken die ganzen Leute? Also sowas würde mich interessieren. Nicht so wie, was soll ich sagen, der Panzer schießt jetzt dahin oder sowas. Ne? Das kann ich mir irgendwie vorstellen, dass ein Panzer irgendwo hinschießt. Okay, aber mich interessiert, wie geht jetzt diese ganze Bevölkerung damit um? Ich meine, wir haben jetzt hier keinen Panzer in der Straße. Wenn wir hier, wie ist das Gefühl zum Beispiel für Otto Normalverbraucher? Ich meine, Soldaten gehen damit bestimmt anders um. Aber wie ist das Gefühl für Otto Normalverbraucher, der geht jetzt irgendwo auf der Straße oder so, oder ist bei der Arbeit oder auf dem Klo oder was weiß ich wo, und da geht der Sirenenalarm los, ne? Da ist Raketenalarm. Sitzt da auf dem Klo. Ja, das wäre echt. Ja. Ja, ich würde da nicht runterspringen, ich würde auf dem Klo sitzen bleiben. Aber nur, man muss ja schließlich. Aber wie geht jetzt da Otto Normalverbraucher um? Was machen die Leute? Was denken die? Wie geht das da ab? Das kann man sich ja als Außenstehender gar nicht vorstellen. Da habt ihr da schon mal in, weiß ich, wo ihr wohnt, in Frankfurt oder was weiß ich, egal wo ihr jetzt wohnt, schon mal Raketenalarm gehabt. Als ich in Deutschland da in den 80ern zur Schule gegangen bin, da haben wir schon mal Raketenalarm gehabt, einmal im Jahr war so eine ABC-Übung, ne? Da kamen diese unterschiedlichen Sirenentöne, so für atomare Waffen, biologische Waffen und chemische Waffen und so. Und ja, dann hat man halt so insgeheim gehofft, hoffentlich brauchen wir das nie. Das ist jetzt nur eine Übung, aber wir brauchen das ja nie. Aber hier ist das ja wieder was anderes. Also hier kommen jetzt keine ABC-Sirenen, diese komischen, diese verschiedenen Töne für verschiedene Waffen. Hier kommt nur ein Sirenenton. Und im Süden ist das in Sderot zum Beispiel oder Netivot oder die ganzen kleinen Orte an der Grenze zum Gazastreifen. Ne? Die haben keine Sirene, die haben eine Stimme, so eine Frauenstimme. Und die sagt immer Tseva Adom, Tseva Adom. Das heißt Farbe Rot, weil das hat man schon vor Ewigkeiten eingeführt. Vor 15 Jahren oder so, mehr als 10 Jahre läuft das schon, weil da waren so viele Raketenalarme, dass man nicht wollte, dass die Leute verrückt werden, weil da ständig irgendwas kommt. Morgens, mittags, abends, nachts und so. Und da hat man diese Frauenstimme eingeführt, die man sagt, Tseva Adom, Tseva Adom, damit das ein bisschen beruhigender wird. Weil wenn man den Sirenenalarm hat, dann ruf, ne? Aber anderswo im Land sonst kommt halt der Sirenenalarm. Aber mich würde das sowas zum Beispiel interessieren. Von Leuten, die dabei sind. Und jetzt nicht, ja gut, wenn abends die Nachrichten sind oder so, schaue ich nachher auch noch an. Dann schaue ich das natürlich auch alles an. Und hier in den Nachrichtensendungen kommen totale viele Diskussionen, Podiumsdiskussionen oder wie man das nennt. Das sind dann Leute vom Militär, aber richtige Leute, nicht so, die dann sagen, ich war auch mal in der Armee oder so, sondern schon richtige Leute. Dann sind da teilweise Historiker, die ja die ganze Geschichte kennen. Wenn du hier in Israel lebst, hast du ganz andere Einblicke über die ganzen Jahre mit dem, was hier passiert ist. Was sehr, sehr wichtig ist und was eine große Rolle spielt, denn wenn die Hamas jetzt irgendwas veröffentlicht oder versucht, hier so ein bisschen Einfluss zu nehmen, das machen die auf bestimmte Art und Weise, so ganz hinterhältig, aber Israelis wissen da normalerweise sofort Bescheid. Man weiß da sofort Bescheid, auch jetzt mit dem, da hat sich die Hamas unheimlich aufgeregt, mit dem Video, was da, ich glaube, Anfang letzter Woche oder sowas erschienen ist mit diesen drei israelischen Frauen. Und da hat die eine, also saßen drei israelische Frauen und die eine in der Mitte hat geredet, hat sich furchtbar aufgeregt, hätte ich an ihrer Stelle wahrscheinlich auch gemacht, kann ich irgendwie verstehen. Aber inwieweit sie das jetzt wirklich wollte oder nicht oder ihr das vorgegeben wurde, weiß man ja nicht. Deswegen betrachtet man das hier immer kritisch. Und die Hamas hat sich furchtbar aufgeregt, dass dieses Video, also die Frau hat dann gesagt, mit den anderen beiden Frauen neben sich, ja, sie wäre sauer und keiner hätte da geholfen und überhaupt und man soll sie jetzt hier rausholen und so fort und so fort und so fort. Dieses Video wurde hier nicht
so oft gezeigt im israelischen Fernsehen oder in den israelischen Medien. Es wurde schon, aber teilweise ohne Ton, aber man konnte das sonst überall, auf YouTube kann man es überall sehen oder auf anderen Sites. Man hat hier gesagt, diverse israelische News-Sites haben gesagt, dass man der Hamas keine Propaganda-Plattform geben will, das nicht ignoriert, aber dass man das nicht jetzt sendet. Gleichzeitig hat man aber die eine israelische Geisel befreit, Ori, ich weiß nicht, wie sie hieß, Ori, und das hat man ganz groß gezeigt. Die war dann wieder zu Hause und das hat man ganz groß gezeigt. Und da hat sich die Hamas aufgeregt. Ja, warum wurden die jetzt gezeigt und die anderen dreien, die noch in Gefangenschaft da sitzen, also besser gesagt da verschleppt wurden, die hat man eigentlich nicht gezeigt. Aber es ging darum, der Hamas jetzt nicht diese Plattform zu geben. Natürlich kümmert man sich darum, auf militärischer Ebene und politischer Ebene. Natürlich nimmt man das ernst und alles. Aber hier wollte man, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, man wollte, die Hamas nutzt das als Propagandamittel. Die will, dass die Leute, oh mein Gott, wir müssen alles tun, alles, was die Hamas will, hier ist ein Moskito manchmal, den muss ich noch fangen, alles, was die Hamas will, müssen wir tun und diese Leute, die sitzen jetzt da, diese drei Frauen und die wollen raus und die Absicht der Hamas ist jetzt, dass die Leute, dass die Masse Einfluss auf die Regierung nimmt, um die Konditionen der Hamas zu erfüllen, damit die 230, 239 oder was auch immer Geiseln in Gaza freikommen. Die Bedingung der Hamas ist, dass alle Hamas-Terroristen, eingesperrten Hamas-Terroristen in israelischen Gefängnissen oder überhaupt alle eingesperrten aus Sicherheitsgründen Palästinenser freikommen. Alle. Das ist die Bedingung. Und um so Einfluss zu gewinnen oder die Massen emotional zu bewegen, macht die Hamas das. Natürlich kümmert man sich darum, man ignoriert das jetzt nicht. Aber hier weiß man das zu deuten. Im Ausland weiß man das wieder nicht zu deuten. Das Video von der Hamas war ein totaler Fehlschlag. Natürlich kümmert man sich um das ganze Thema der Verschleppten, das steht mit an erster Stelle. Deswegen bombardiert die israelische Armee auch nicht diese ganzen Tunnel. Man könnte ja die ganzen Tunnel der Hamas einfach alle in die Luft sprengen. Da gibt es ja extra Bomben dafür. Macht man jetzt aber nicht so, weil man weiß, dass die israelischen Geiseln in diesen Tunneln sitzen. Und da kannst du ja nicht einfach drauf rumhauen und so, ne, alles in die Luft sprengen. Das ist natürlich das Problem und das ist auch wieder die Taktik der Hamas. Aber es ist natürlich hier auch immer ein Propagandakrieg. Die Hamas versucht, auf die israelische Bevölkerung Einfluss zu nehmen und die in eine gewisse Richtung zu lenken. Und hier weiß man das natürlich. Hier weiß man das aus der geschichtlichen, aus der historischen Erfahrung, weil jedes Mal irgendwas ist. Und hier weiß man, bestimmte Informationen, die da aus Gaza kommen, zu deuten. Auch aus dem Libanon, von der Hisbollah, von Hassan Nasrallah, dem Oberhaupt der Hisbollah. Hier weiß man es zu deuten. Und man weiß genau, was da wieder dahinter steckt und die Absicht und alles. Das braucht man hier der Bevölkerung nicht groß erklären. Leute, die im Ausland leben, die verstehen das wieder nicht. Die verstehen nicht, welche Taktik dahinter steckt. Die nehmen das immer alles so furchtbar für bare Münze und das ist ein ganz großer Fehler. In Deutschland pocht man immer so auf, man muss sich doch an einen Tisch setzen und reden. Wie willst du dich jetzt nach dem 7. Oktober irgendwo noch an einen Tisch setzen mit der Hamas? Ich sage nicht von den anderen Palästinensern. Ich rede jetzt von der Hamas. Wie willst du dich mit denen an einen Tisch setzen? Und die Hamas hat schon verkündet, dass, nehmen wir mal an, jetzt wäre eine Feuerpause oder das gehe wieder alles so zurück zum Normalzustand. Israel zieht sich zurück und Schluss mit Krieg. Die Hamas hat schon verkündet, dass sie jedes Mal, dass sie immer wieder attackieren wird. Und das nächste Mal, wann es auch immer sein wird, und das wird nicht lange dauern, noch schlimmer, als das jetzt war. Und dann noch schlimmer, und dann noch schlimmer, und dann noch schlimmer. Die Agenda der Hamas ist, alle Juden hier auszurotten.
und Israel auszumerzen. Das ist das Ziel. Und da wird nicht diskutiert und da wird nicht irgendwas, ja, vielleicht geht das doch und so. Nein, es geht nicht. Das ist deren Ziel, das ist deren Absicht und da gibt es keine Diskussion. Und das war's. Das war's. Israel weg, Juden weg, alle umbringen. Punkt. In Deutschland ist es immer so, wenn da irgendwas passiert, dann setzt man sofort eine Talkshow an. Und da lädt man irgendwelche komischen Leute ein, die jetzt nicht so viel zu sagen haben, aber dann irgendwelche Analysen aufstellen oder weiß ich nicht, oder Theorien oder so. Da kann jeder reden, wie er will. Also hier gibt es jetzt keine Talkshows darüber. Hier wird in den Nachrichten, und die hier laufen hier nicht nur 15 Minuten oder so, sondern die gehen einige Stunden, zwei Stunden oder so, und tagsüber wird auch berichtet und alles Mögliche, und da wird dann, das sind dann irgendwelche Leute, die sich schon auskennen und nicht irgendwelche Dilettanten, die zum Thema eigentlich gar nichts zu sagen haben, aber die mal wieder wichtig sein wollen, sie wollen sich mal wieder ins Gespräch bringen und vielleicht, oder vielleicht kriegen sie auch Geld dafür, wenn sie da sitzen, weiß ich nicht. Aber hier ist das so, hier redet man dann mit irgendwelchen Militärs und was weiß ich und allen möglichen Leuten. Und dann kommen Sozialarbeiter zu Wort, die mit den Leuten aus dem Süden arbeiten, um ihre Traumata zu verarbeiten und alles Mögliche. Oder aus Krankenhäusern, halt alles Mögliche kommt hier zu Wort. Aber das sind dann Leute, die mit dabei sind. Weil wenn du hier im Land gerade lebst, dann bist du auf die ein oder andere Art und Weise immer irgendwie mit dabei. Auch wenn wir jetzt nicht hier im Süden leben oder so. Aber wir sind schon mit dabei. Hier sind alle sehr emotional davon betroffen. Und da ist nicht so... Also wenn du hier zum Beispiel irgendwelche Leute auffahren würdest, die dann reden bei diesen, ich weiß nicht, ob ich das Podiumsdiskussion nennen soll, Panel vielleicht oder so, nach den Nachrichten kommt immer sowas, wo Leute reden, vom Militär, von, weiß ich nicht, vom Geheimdienst, vom irgendwas. Und diese Leute kennen sich aus. Die kennen auch die ganze Geschichte und die Historie und wie was zusammenhängt. Und wenn du da jetzt jemanden bringen würdest, der eigentlich gar nicht jetzt so weiß oder irgend sowas. Du kannst so jemanden nicht mit solchen Leuten zusammensetzen. Das würde niemand ernst nehmen. Hier in Israel, da will man immer irgendwelche Leute, die sich auskennen. Die wissen, was sie sagen. Jetzt vom Militär meine ich jetzt. Oder vom Nachrichtendienst. Oder vom was weiß ich. Also man will diesbezüglich Informationen von Leuten, die sich auskennen. Und nicht von, weiß ich nicht, Markus Lanz oder so. Solche Leute würden hier nicht zu Wort kommen und die würden hier nicht ernst, weil die hier nicht ernst genommen werden. Hier waren die meisten Leute irgendwo beim Militär oder irgendwo anders. Und man will richtige Informationen und nicht Wischiwaschi. Das ist hier der große Unterschied. Und aufgrund dessen, dass das hier ja schon ewig geht und viele Leute haben schon viele Kriege mitgemacht, und viele Situationen, also ich kann jetzt nur reden von dem ganzen, der zweiten Intifada, bei der ersten Intifada war ich glaube ich teilweise hier, bei der zweiten Intifada war ich ganz hier und wie hier in Jerusalem Busse in die Luft geflogen sind, Leute erschossen wurden, in der Rehov Yafo, hier hat einer mit Maschinengewehr um sich geschossen, in der King George hat einer mit Maschinengewehr um sich geschossen oder hat ihn in die Luft gesprengt und all das. Also das habe ich aktiv mitgemacht und dann den Krieg mit Libanon und Gaza, das war glaube ich 2006 und dann 2014 war nochmal was mit Gaza und dann war irgendwann nochmal was, weiß ich nicht, und jetzt das, ja, man kriegt da so langsam seine Erfahrungen, mehr oder weniger, ne? Auf die eine oder andere Art und Weise. Und man lernt irgendwie damit umzugehen und was man zu machen hat in bestimmten Situationen. Das macht man dann irgendwie automatisch. Aber natürlich unterscheidet sich das jetzt, was am 7. Oktober passiert ist, wesentlich von allem anderen, was so gewesen ist.
vor allem in der Masse und in der Brutalität und allem. Ich habe euch unten noch ein Video verlinkt von Kibbutz Be'eri, wie das dann nach dem Hamas-Massaker aussah. Natürlich werdet ihr in dem Video, also spricht übrigens keiner, ist ein israelisches Video, aber ich habe euch das jetzt mal verlinkt, da spricht auch niemand. Also ihr braucht keine Sprache dafür. Aber ihr werdet da jetzt kein Blut sehen oder so, das ist alles schon weggeräumt, weil im Judentum ist es so, dass, wie soll ich das beschreiben, dass wenn jemand stirbt, dass die Leiche, selbst wenn da irgendwas, sag ich mal, wenn da Glieder oder Organe oder so abgeschnitten waren, was ja sehr massiv der Fall gewesen ist am 7. Oktober, dass da Leute enthauptet worden sind und irgendwelche Beine und Arme abgehackt und sowas, dass das alles zusammen auch mit Blut, was dort floss, dass das alles zusammen beerdigt wird mit der Person. Es geht darum, auch um die Wiederauferstehung der Toten. Das ist ein bestimmtes halachisches Konzept, nicht Konzept, aber es wird laut Halacha, laut dem jüdischen Religionsgesetz wird das so gehandhabt. Also du hast auch, es wird ja jetzt nichts weggeschmissen oder so, oder es kommt alles von dieser Person mit, wird zusammen beerdigt. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Das ist jüdische Halacha, das Religionsgesetz. Und es geht darum auch um die Wiederauferstehung der Toten, die im Judentum eine große Rolle spielt. Nicht so groß, aber man hat die Wiederauferstehung der Toten, das Konzept, sage ich mal, im Judentum. Und deswegen auch muss eine Person mit allem so... auch wenn jemand einen Autounfall hat und da ist jetzt irgendwas, weiß ich nicht, ein Bein ab oder so, bei der Leiche, ne, dass da irgendwas, weiß ich nicht, abgeschnitten ist oder so, ne, das kommt alles zusammen mit zur Beerdigung, das wird alles zusammen beerdigt. Und, aber ihr könnt euch das Video mal anschauen, wie da das zuging. Die haben durch Fenster geschossen, alles Mögliche seht ihr da und wie das da nach dem Massaker aussah, aber die Toten waren dann sozusagen, das war alles schon weg und das Blut auch. Das Blut wurde abgewaschen, auch von den Wänden von Saka, von der charedischen Gruppe, die immer dann kommt, wenn Tote sind. Und die machen das dann auch alles immer. Und auch das Blut haben die von der Wand gewaschen und so. Ich weiß nicht, wie das dann genau vor sich geht, bei der Beerdigung mit allem. Ich weiß es nicht, kenne diese ganzen Einzelheiten nicht, aber die haben das gemacht, nicht, dass da jemand kommt und da einen Gartenschlauch einmal langspritzt oder so. Sowas gibt es im Judentum nicht. Aber wie gesagt, ihr könnt euch das anschauen. Und dann habe ich noch ein anderes verlinkt. Das ist von Twitter, jetzt Ex. Und das hat mir eine Freundin zugeschickt. Da geht es um... darum, warum die arabischen Länder keine Palästinenser aufnehmen. Ja, das ist ganz interessant, hat einer ganz gut erklärt, wusste ich auch nicht alles, aber kurz gesagt, man will sie auch nicht, weil überall gibt es Ärger und Ägypten hat sehr große Vorbehalte, die wollen die nicht ins Land lassen, die haben jetzt einige ins Land gelassen, die haben da wohl so ein Feldlazarett oder so aufgebaut. Aber man will sie nicht so jetzt freilassen, diese Palästinenser, damit die da sich in Ägypten niederlassen, weil man hat da Angst. Der ägyptische Präsident hat da die Befürchtung, zu Recht, dass da sofort wieder neue Terrorzellen aufgemacht werden. Aber ich habe gehört, dass die Insel Krim, habe ich jetzt gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die Insel Krim irgendwie Palästinenser aufnehmen will? Keine Ahnung. Aber arabische Länder wollen diese Leute nicht haben, weil sie wollen nicht diese ganze Unruhe und den Terror und irgendwelche Sachen ins eigene Land bringen. Sie haben selber genug davon. Und für die Saudis
sind die Palästinenser eh nur Dreck. Die Saudis wollen die überhaupt nicht. Weil es gibt kein palästinensisches Volk und das wissen die Saudis. Die Palästinenser, die ja erst später so genannt wurden, das waren ja früher ganz normale Araber, so haben sie sich auch selber genannt, die kamen hierher aus unterschiedlichen Ländern, habe ich schon mal gesagt, aus Marokko, aus Tunesien, aus Ägypten, aus dem Libanon, aus Syrien und ich habe gehört auch aus Bosnien. Die haben hier zur Zeit des britischen Mandats, einige haben auch schon vorher hier gelebt, aber es kamen auch viele aus allen möglichen Ländern, aus arabischen Ländern hierher, um hier Arbeit zu finden. Und es gab damals kein palästinensisches Volk. Die haben gesagt, ich komme aus Ägypten und ich bin Araber. Und die haben sich hier bis 1948, sogar noch bis später, denn eigentlich die eigentliche Erfindung des palästinensischen Volkes fand unter Arafat statt. Bis dahin haben sie sich nicht Palästinenser genannt und sie haben sich auch nicht Volk genannt. Sie haben sich immer Araber genannt. Aber okay, das nur so ein bisschen zur Historie. Wie gesagt, es ist natürlich für Israel irgendwie, weiß ich nicht, warum das so schwierig ist. Man hat ja hier ganz viele Leute leben aus allen möglichen Ländern. Und da könnte man ja irgendwie so mehr Erklärung machen. Aber ich finde jetzt nicht unbedingt immer von staatlicher Seite, sondern da weiß ja auch, aber wie gesagt, ihr interessiert euch ja im Ausland auch sicher dafür, wie jetzt hier die Leute so reagieren oder wie geht es hier jetzt so ab, der Alltag, ne, was machen die Leute und vor allem nach dem Ganzen, was da passiert ist. Und da werden im Ausland immer so komische Theorien aufgestellt. Das kann man sich gar nicht beschreiben. Also da ist zum Beispiel ein YouTuber, der war noch nie in Israel, der berichtet über ein bestimmtes Land im Fernen Osten, in Asien, ganz hinten weit weg. Und den hat man gefragt, ob er nicht mal was zum Israel-Konflikt machen will. Und da frage ich mich, wieso sollte jemand, ein YouTuber, der über ein Land in Fernost berichtet, noch nie in Israel war, mit hier nie irgendwas zu tun hatte, der eigentlich gar nichts weiß. Wieso sollte der jetzt ein Video zum Nahostkonflikt machen? Wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland sitze, ja, und ich weiß eigentlich gar nicht viel und ich sehe das jetzt so im Fernsehen, ne? Da frage ich, und ich will ein paar mehr Informationen haben, da frage ich doch jemanden aus Israel. Egal wen, oder versuche da irgendwelche Informationen zu bekommen. Da frage ich doch nicht jemanden aus dem Fernen Osten, der überhaupt nichts weiß. Das ist ja genauso wie wenn ich weiß zum Beispiel kaum etwas über den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Nicht, dass das hier nicht berichtet wird, sondern es hat mich bislang noch nicht so interessiert. Ich weiß so die Grundzüge, aber mehr aber auch nicht. Aber nehmen wir mal an, ich würde jetzt Details wissen wollen oder so richtig so Sachen, was da jetzt passiert, so Einzelheiten halt, dann wende ich mich doch nicht an einen YouTuber zum Beispiel, der jetzt nur als Beispiel zum Beispiel über Brasilien berichtet. Dann frage ich den doch nicht zum Krieg zwischen der Ukraine und Russland, sondern da schaue ich doch mal, ob ich jemanden aus Russland finde und jemanden aus der Ukraine. Und so informiere ich mich dann. Dann habe ich richtige Informationen, mehr oder weniger. Aber da frage ich doch nicht irgendjemanden, weiß ich nicht, von wo in der Welt, ob er da mal irgendwas machen kann. Aber ich weiß nicht, in Deutschland scheint das so sehr häufig zu passieren, dass da YouTuber gefragt werden, auch Gaming-YouTuber, ja, machst du nichts mal zum Nahostkrieg? Was soll der denn jetzt machen? Vielleicht gibt es ja irgendwie so ein Computerspiel oder so, keine Ahnung. Das kann er dann erklären, aber so kommen dann sehr, sehr viele falsche Informationen zustande. Da lesen die Leute dann irgendwelches Wikipedia oder weiß ich nicht was und tun da so, als ob über ihnen gerade, ich weiß nicht, 20 Raketen fliegen oder so hin und her. Und sie sind da voll mit dabei. Und sie haben da jetzt voll die Ahnung und sie sind dabei, ne? Sie wissen da Bescheid.
es ist nicht so, nur so, dass vielleicht Israel so ein kleines Manko hat, ne? Da nach außen hin zu kommunizieren, in die Welt hinaus, sage ich mal, in verschiedenen Sprachen. Sondern es ist auch so, dass auf Social Media, ich sage jetzt mal YouTuber, bestimmt auch andere, aber ich nehme jetzt mal YouTuber, dass die sich das Recht rausnehmen, irgendwelche Sachen, weiß ich nicht, dass die dann hier zum Beispiel über den Krieg reden, obwohl sie gar keine Ahnung haben. Aber das bringt wohl zurzeit Klicks. In ein paar Wochen sieht das dann anders aus. Da ist das Interesse abgeebbt. Vielleicht tut es das jetzt auch schon bei vielen Leuten. Aber das bringt halt Klicks und dann meinen andere, du hast da echt Ahnung oder du hast da echt was zu sagen oder so. Aber sie waren noch nie hier oder wenn sie mal hier waren, dann waren sie Touristen oder kurze Zeit hier oder was auch immer. Oder sie lesen da Wikipedia, wie der aus Fernost, der liest immer Wikipedia. Oder sie lesen irgendwas anderes, ist ja egal was. Und dann entnehmen sie irgendwelche Informationen und schustern sich so ihre eigenen Gedanken zurecht. Und sowas, was mit Israel eigentlich gar nichts zu tun hat oder was mit den Palästinensern eigentlich gar nichts zu tun hat. Auf diese Art und Weise gehen dann natürlich viele Falschinformationen rum. Aber selbst wenn die Israel, also die Mil das Militär hier oder die Regierung oder was auch immer, jetzt eine bessere Öffentlichkeitsarbeit international betreiben würde, du hast ja immer noch diese Dilettanten irgendwo, die da meinen, irgendwie Klicks zu generieren und irgendwelche, weiß ich nicht, komischen Informationen weitergeben, die mit der Realität hier im Land überhaupt nichts zu tun haben. Es wird ja immer propagandiert, das sei hier so ein Religionskrieg. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist kein Religionskrieg. Es geht nicht um Islam oder Judentum. Darum geht es nicht. Das ist so immer an erster Stelle. Und das ist furchtbar. Das ist eine komplette Fake News. Darum geht es überhaupt nicht. Es ist hier nicht eine Angelegenheit der Religion. Und ich weiß nicht, dann gewisse YouTuber, die stellen sich dann immer vor, also sie haben das noch nie erlebt, aber sie stellen sich das vor, wie es wäre, wenn sie jetzt zu Hause sitzen und das Raketenalarm. Was würden sie dann machen? Wie würden sie sich dann fühlen? Wie würden sie reagieren? Das denken sie sich, aber sie haben es noch nie erlebt. Und das ist ein großer Unterschied. Es ist auch ein großer Unterschied, wenn ich jetzt mal aus der Onkologie reden kann, ob du zu Hause sitzt als gesunder Mensch und du überlegst dir, was wäre, wenn mir jetzt ein Arzt sagt, ich habe Krebs. Wie würde ich dann reagieren? Was würde ich dann machen? Wie würde ich mich fühlen? Da kannst du dir sämtliche Sachen ausdenken. Sämtliche Szenarien kannst du dir da überlegen. Aber wenn wirklich mal der Zeitpunkt kommt, und wenn du da sitzt, hoffentlich nicht. Aber nehmen wir mal an, dir würde jetzt einer sagen, du hast Krebs und so, muss da behandelt werden, Chemotherapie und alles. Dann wirst du garantiert ganz anders reagieren, als du dir das vorher ausgemalt hast. Man kann sich immer irgendwelche Szenarien ausmalen, aber man muss erst mal in der Situation sein. Und ich kann es auch irgendwo sitzen, weiß ich nicht, in Düsseldorf oder so, ne? Und mir überlegen, was ist, wenn jetzt eine Rakete auf mein Haus zukommt oder irgend sowas. Was mache ich? Wo laufe ich hin? Lasse ich alles liegen und stehen oder nehme noch das und das mit? Ich habe jetzt eine Minute Zeit zu überlegen, was würde ich machen? Das wisst ihr nicht, weil ihr wart noch nicht in der Situation. Ich kann mir da auch irgendwelche Sachen jetzt zurechtmalen, vielleicht das, vielleicht das und so, aber es ist nicht so. Meistens ist es ganz anders. Und hier diese ganze Bevölkerung, wie das alles funktioniert und jetzt während dieser ganzen Zeit und so. Jemand hat mir noch einen anderen Kommentar geschrieben, habe ich gesehen, auf mein Video, was ich am Donnerstag hier reingestellt habe, vom Machane-Yehuda-Markt, vom Schabbat-Einkauf. Und da hat jemand geschrieben, ja, ihr habt ja alles, Früchte und so, ne, und Gemüse. Stimmt schon, also wir hungern nicht. Aber es ist so, dass viele Felder liegen natürlich im Süden. Und im Süden sind die Leute teilweise oder meistens
nicht alle, aber meistens evakuiert wurden und die wurden in andere Städte verteilt, nach Jerusalem, nach Elat, ans Tote Meer, nach Netanja, dort wo jetzt nicht so viele Raketen sind. Und da ist natürlich jetzt auf den Feldern nicht mehr viel. Ne? Da kannst du jetzt nicht ernten oder so. Viele Sachen gibt es jetzt von Obst und Gemüse und manchmal ist, da gibt es vielleicht nicht so viele Kartoffeln oder so. Du merkst das jetzt nicht so, aber dann gibt es vielleicht andere Kartoffeln und die gerade nicht oder so. Und dann gibt es auch manchmal Zeiten, da gibt es vielleicht nicht so viel Milch. Oder irgend sowas. Manchmal ist so ein bisschen weniger da, aber dann ist es dann wieder da nach ein paar Tagen und so. Man kann das nicht so sagen. Aber bis jetzt habe ich immer irgendwie Milch gefunden. Ich kriege das ja vom Discounter online geliefert. Ich mache immer meine Online-Lieferung. Und dann bei Rami Levy hier beim Discounter hieß es dann, ja, du kannst nur von der einen Sorte 3 Liter Milch bestellen. Und von der anderen Seite für, Sorte vielleicht 2 Liter oder irgend sowas. Und dann habe ich von da bestellt und da bestellt, ne, also die 3 Liter und dann 2 Liter von diesen unterschiedlichen Firmen. Und dann kam manches und dann kam manches nicht. Und dann geht man halt zum Supermarkt und holt sich das dann selber und da war das dann meistens da. Aber ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ne? Mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich gebe dir recht, Marc, dass hier ein großes Erklärungsbedürfnis ist und dass das Problem halt ist, dass hier sehr, sehr viel oder das meiste auf Hebräisch kommuniziert wird. Auch von Leuten, die jetzt über ihre Erfahrungen sprechen. Ne? Ganz hier Otto Normalverbraucher sagt, hier war Raketenalarm und oder die sprechen von ihren Ängsten. Die reden darüber, aber das findet eigentlich alles auf Hebräisch statt und das kritisieren auch sehr, sehr viele Neueinwanderer hier, weil viele Neueinwanderer können jetzt kaum Hebräisch oder gar kein Hebräisch oder irgendwas oder viele Amerikaner hier, ne? Die sagen, Mann, dann mach doch das wenigstens alles auf Englisch, die ganzen Informationen, was wir jetzt hier machen sollen oder so. Da müssen die dann immer Israelis fragen, damit die denen das übersetzen. Das ist teilweise so. Vieles wird hier auch vom Pikud HaOref, vom Zivilschutz auf Englisch gemacht, aber nicht so viel wie auf Hebräisch. Und dann fragen Amerikaner immer nach, ja, was hat der jetzt gesagt und wie meint man das jetzt genau oder so. Also es wird hier innerhalb des Landes auch kritisiert. Aber ja, was soll ich sagen, es ist nun mal so, ne? Was soll ich sagen? Die Hamas weiß das natürlich besser zu nutzen. Mit Al Jazeera und all dem Ganzen im Hintergrund und überhaupt und mit tollen Fotos, ne, von Teddybären im Geröll in den Ruinen und all solche Sachen. Die wissen genau, wie sie das nutzen sollen und das ist nach 2 Minuten im Netz und überall. Und ehe man das von israelischer Seite aus richtig gestellt hat, ist das schon in 80% der Hinterköpfe der Leute, überall bleibt das natürlich hängen. Und da kannst du dann irgendwas erklären und so mit Fakten und was weiß ich, was du willst. Die Leute haben den Teddybär zuerst gesehen und das war so und das bleibt bei ihnen im Kopf. Da kann man irgendwie nichts machen. Aber es ist schon erschreckend, was so in der Social Media Welt von Leuten gepostet wird oder Videos gemacht wird, die von dem Thema überhaupt keine Ahnung haben, aber meinen, sie wüssten irgendwas und generieren dann Klicks oder so. Das ist schon. Und dann werden auch ich weiß nicht, wie viele falsche Informationen überhaupt unterwegs sind, über alles hier, über das Leben in Israel. Ja, wenn ich meine Güte, dann lese ich Wikipedia. Was weiß ich denn da? Da weiß ich nichts. Aber wie die Leute hier reagieren und alles. Es gibt hier so bestimmte, wie soll ich sagen, die Mehrheit der Bevölkerung zum Beispiel hier wollte nicht, dass humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt. Man hat gesagt, woher wissen wir denn, dass humanitäre Hilfe, also dass überhaupt, dass die Geiseln, die israelischen Geiseln in Gaza, dass die überhaupt was zu essen kriegen? Da schickt man ja humanitäre Hilfe nach Gaza. Und was mit unseren Geiseln? Und was war überhaupt von Anfang an mit dem Roten Kreuz? Man hat geschrien, ja, wo ist denn das Rote Kreuz? Geht das Rote Kreuz, schreit ja immer sofort los. Oh, Geiseln müssen wir sofort sehen. Diesmal haben sie das nicht gemacht. Erst letzte Woche oder so hat sich das Rote Kreuz mal eingeschaltet nach 3 Wochen.
und nach 3,5 Wochen und hat die Hamas gefragt, ob man die Geiseln sehen kann, in welchem Zustand die sind überhaupt. Hamas hat gesagt, ihr könnt hier gar nichts sehen. Man lässt das Rote Kreuz nicht zu den Geiseln. Und hier in Israel ist man der Meinung, dass solange nichts von den Geiseln zu hören ist oder so, oder wie viele überhaupt noch am Leben sind und in welchem Zustand und überhaupt, warum sollen die dann in Gaza humanitäre Hilfe kriegen? Das ist zum Beispiel einer der Aspekte hier. Ich weiß nicht, ob das so in deutschen Medien oder woanders so kommuniziert wird. Aber hier denken die Leute so. Und hier, seit dem 7. Oktober, muss man sich vorstellen, hat sich hier sehr, sehr viel geändert. Und hier erzählst du keine Scheiße mehr. Und schon gar nicht von außerhalb, wenn du nichts weißt. Hier gehen die Leute jetzt rigoros vor. Es hat sich hier nach diesem ganzen Massaker und allem hat sich hier sehr, sehr viel verändert. Und du redest hier keine Scheiße. Und hier wird auch ziemlich, hier redet eigentlich auch gar keine Scheiße. Es gibt noch so ein paar, die so demonstrieren. Eine ganz kleine Gruppe der Linken, die das eigentlich gar nicht so wahrhaben wollen. Da gibt es so ein ganz kleines Grüppchen. Und sobald das Grüppchen auftaucht, werden die sofort beschimpft und die Polizei kommt. Weil sowas können die Leute hier einfach nicht mehr ertragen. Und Leute, die früher links waren, die haben sozusagen jetzt sehr, sehr schnell die Realität bemerkt und sind jetzt ganz anders. Nicht, dass sie nicht mehr links sind oder so, wahrscheinlich schon, vielleicht auch nicht. Aber die Reaktion der Leute auf das Ganze, was hier passiert ist, ist sehr, sehr harsch. Und hier wird nicht mehr rumgemacht und rumdiskutiert und so. Die Leute wollen hier Action sehen. Und Netanyahu ist kein Kriegstreiber, sondern er ist genau das Gegenteil. Er macht so Diplomatie und alles Mögliche und reden, reden, reden. Und die Leute haben sich hier total aufgeregt. Die haben gesagt, der labert, labert, labert. Wann geht's denn endlich nach Gaza? Wann wird denn hier mal was unternommen? Aber man kann das natürlich so sehen, aber man kann jetzt auch nicht nach Gaza rennen oder so. Ehud Olmert hat das mal gemacht 2006. Denn dieser ganze Krieg jetzt im Gazastreifen mit der israelischen Armee, da hängt ja eine wahnsinnige Logistik dahinter. Du musst das ja auch erstmal so ein bisschen vorbereiten, diese ganze Logistik. Du hast ja jetzt diese ganzen Soldaten da reingehen, dann musst du ja erstmal das ganze Equipment auch da mit reinbringen. Dann musst du natürlich Lebensmittel und all sowas, ne, muss auch mit. Und dann musst du natürlich dafür sorgen, dass Verletzte und tote Soldaten irgendwie zurückkommen. Verletzte Soldaten und Tote werden dann meistens ausgeflogen mit Helikoptern zum Krankenhaus und so. Und das musst du ja erstmal alles vorbereiten. Da hängt eine wahnsinnige Logistik auch noch dran. Du musst ja die ganzen Wege vorbereiten und ja, wie gesagt, mit Equipment und allem. Das geht ja jetzt nicht so schnell. Das muss man ja auch bedenken. Aber hier den Leuten hat das wieder alles zu lange gedauert, weil Netanyahu hat, die haben gesagt, das ist ja hier wie auf einer Promenade. Alle Politiker kommen aus der ganzen Welt und bla bla bla. Hier, jetzt machen wir was. Das sind hier so ein bisschen die Meinungen. Ich weiß nicht, ob das so nach Deutschland oder woanders hin rübergetragen wurde, aber das jetzt nur so als Beispiel. Und ich habe jetzt schon wieder eine Stunde geredet. Und ja, das ist so ein bisschen meine Antwort darauf auf Marc. Und ich werde dann noch die anderen Kommentare auch noch, sind nicht so viele, noch beantworten, mehr oder weniger. Aber ich habe das jetzt schon, was heißt weniger? Ich habe das jetzt schon hier einigermaßen so ein bisschen gemacht, zumindest, denke ich mal. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Und hoffen wir, dass irgendwie alles gut ausgeht und dass diese ganzen Geiseln freikommen. Ja, schauen wir mal, ne, wie es weitergeht. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal dann. Und übrigens, schaut nicht diese ganzen, weiß ich nicht, Leute an, die irgendwelche Theorien aufstellen und sich nicht auskennen.